Hallo, das ist wieder Montag und heute geht's mit dem letzten Teil des Tweet aus der Season 1. Und wir sind in Paris und wir wollen das Ding natürlich gewinnen. Vier Autos stehen uns zur Auswahl und ich bleibe beim Audi. Das denke ich mal ist die sinnvollste Wahl. Die fünf Runden bei 5,3 Kilometer hier am Arc de Triomphe. Da wollen wir es natürlich rocken. So, wir stehen auf vier. Das reicht auch schon, das war's. Okay, wir fahren gegen die zwei Heinis, gegen die zwei Japaner. Mit den zwei Audi, die uns da eben so ein bisschen das Rennen kaputt gemacht haben. Oder, würde ich sagen, dass es für Haruna Kyojin ziemlich gut aussieht. Was macht sie zu einem so erfolgreichen Team? Ja, sie gehören auf jeden Fall zu den Besten. Sie sind innovativ, den anderen immer einen Schritt voraus und setzen ihre Technologie ein, um besser zu werden und die anderen Teams zu überflügeln. Ich wette, sie haben auch jetzt etwas ganz Besonderes unter der Haube. Na dann, mal sehen, was sie uns heute zeigen werden. So, auf geht's. Die beiden stehen vorne auf als erstes. Haruna Kyojin heißt das Team. Okay, die hatten wir schon ein paar Mal und wir wollen das Ding natürlich klar gewinnen. Sorry, mein Freund, aber ich muss da mal vorbei. Da du scheinbar kein Interesse dran hast. Der erste der beiden Audi ist schon mal raus aus dem Rennen. Den ersten hole ich mir da vorne noch. Wenn die meinen, die ganze Zeit abzwacken müssen. Das ist jetzt eigentlich tatsächlich nur die Rache vom letzten Rennen. Vorletzten Rennen. Klatsch, weg damit. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Wenn, da haben sie mich nämlich abgefuckt, jetzt fuck ich sie nämlich selber ab. So, wir gehen weiter, wir gehen rein auf jeden Fall jetzt in die nächste. Wir haben jetzt ein bisschen Vorsprung von den beiden Jungs. Na, insgesamt sogar 5 Runden, also es wird etwas länger heute werden. Bei der Streckenlänge. Vorteil ist, dass wir uns absetzen können. Und ich habe meinen Teamkollegen hinten als Blocker hinter mir. Das heißt, wir haben momentan die Doppelführung. Gehen jetzt auf 2 Minuten 20 in die nächste Runde. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, der eine ist schon wieder an meinem Teamkollegen gerade. Aber die müssen sich auch erstmal vorbeifighten da, ne? Während die sich da hinten schön bekriegen. Können wir, oder kann Emi vorne ein bisschen absitzen, so. Da sind die beiden schon wieder dran an dem, ne? Die sind jetzt hintereinander weg, gleich an meinem Teamkollegen dran.
gut, dann müssen sie aber auch erstmal mich da oben noch fangen. Fünf Runden auf der Strecke, ey. Morgen starten wir dann durch in der Season 2. Dritte Runde. Runde leg an den Zahn zu. Ich versuch's gerade ein bisschen wegzukommen. Und dann liegt die bessere 218 bei mir. Hänge ich natürlich, hey, das müssen zwei echt krasse Autos sein, damit die da fahren. Weil die beide schon gesammelt an meinem Teamkollegen dran hängen. Obwohl sie eigentlich beide schon relativ weit weg waren. Wobei ich gerne den Zielanlauf habe. Ich bin aber nicht den Zielanlauf so hätte. Aber ich glaube. Aber so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Die werden wahrscheinlich beide noch meinen Kollegen überholen. Und mich werden sie nicht mehr kriegen. Das ist das. Wäre eigentlich schon das Wichtigste, aber ich hoffe, dass wir sie beide distanzieren auf ihre eigenen Strecke. So, wie gesagt, momentan sind wir in Führung. Wir haben dann noch zwei Runden. Jetzt gehen wir in unsere letzte Runde. Die vorletzte Runde, scheiße. Noch zwei Runden. Ja, ich versuche gerade ein bisschen wegzukommen. Der Rennen macht es natürlich nicht einfacher gerade. So, die war mal die Mauer dort. Der Regen war natürlich klar. Wir rutschen extrem, weil halt es nass ist. Aber noch hält er sich auf der. Oh ja, die sind beide dran, oder? Ist das richtig? Ich denke, auf der Geraden werden sie passieren. Da ist schon der erste vorbei. Der wird gleich nicht mehr lang fackeln, der wird den auch noch holen. Jetzt endlich mal ein bisschen pushen. Ich soll aber vielleicht versuchen, so mal ein bisschen wieder dran zu kommen. Ich hab keinen Bock, dass beide auf der Schnee auf dem Podium stehen. Wenn zumindest ein unserer Autos noch dabei ist. Wir kommen vor, wir sind vorne ohne Probleme weg. Weil die halt nicht, ne?
eine Runde danach. Gehen jetzt in die letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ja, wer doch, wer dieses Ding ausgesucht hat hier. Wir sind am Ende bei 12 Minuten fast, also. Das ist schon krass viel. Ja, der klebt direkt dran. Der eine. Wobei die alle ordentlich aufeinander kleben. Das wäre hoffentlich. Na gut, wenn mein Teamkollege sagt, komm, ich gehe ja nochmal vor. Darf man auf zwei vor. Die Wand, die beruhige ich regelmäßig gerade. Absetzt, macht jetzt wieder ein bisschen mehr Druck auf den zwei Platzierten. Das ist jetzt egal, das wird keine neue Weltstadt mehr werden. So sowieso nicht, weil wir jedes Mal zu hart hier anbauen müssen. Ah, der eine ist weg. Definitiv. Ich glaube, der hat sich ein bisschen abgesetzt jetzt da vorne. Geschafft. Jetzt hoffe ich, dass die zwei da hinten ist noch. Der eine, mein Kollege ist irgendwie noch ein bisschen richtet. Aber ich glaube, das wird nämlich sein, dass der zweite ist, der eine. Ja. Ja, schade. Schade. Aber es ist knapp, die sind echt nah aneinander. So. Ja, vorne weg auf jeden Fall. Unser Teamkollege steht uns ein bisschen auf dem Podium bei. Ja, und dann sind wir sogar heute schon komplett durch. Wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr, dann mit dem Sydney Masters Cup und dann geht's mit der Season 2 weiter und ja. Beziehungsweise mit der Season 1 weiter mit dem zweiten Teil, so der Pro Racing oder dem Pro Racing, wie auch immer. Naja, bis dahin und tschüss. Also das ist sogar gut geworden, ja. Okay, ciao, ciao.